Winkel wieder. Hier ist der Nacht in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt und Cindy. Die 1712. Ausgabe heute schon. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ewig her. Aber ich muss mal ein bisschen lauter machen hier. Ich habe nämlich ein neues Mikro. Wie findest du das? Sieht gut aus. Ist fast größer als das iPhone, an dem es dran hängt. Ja, aber es ist Stereo. Das heißt, die Hörer, die haben dich in einem Ohr und mich im anderen. Okay. Ja, ich habe die Simi gerade überrascht, bin einfach vorbeigefahren, habe es vorher angerufen. Und was machst du gerade? Ich mache das Schlimmste, was man sich an einem Sonntagvormittag, ist ja gar nicht mehr Vormittag, vorstellen kann. Ich räume meinen Kleiderschrank aus. Herrlich. Horror. Aber du machst das nur einmal im Jahr, hast du gerade gesagt. Ich habe gerade gesagt, zweimal im Jahr. Du hast gesagt, zweimal im Jahr. Alle 2 Jahre, genau. Ach, alle 2 Jahre sogar? Ja, ich komme da nicht zu. Oh ey, da wird ja bei uns gar nichts mehr in die Schubladen passen. Wenn ich merke, es passt nichts mehr rein, dann denke ich, es ist mal wieder soweit. Und was sortierst du aus Sachen, wo du nicht mehr reinpasst? Das ist gar nicht das Thema. Ich glaube, die meisten gefallen mir einfach nicht mehr. Oder manche sehen halt dann einfach nach ein paar Jahren auch nicht mehr schön aus. Ne? Ja, dasselbe bei mir. Passen ist zum Glück nicht das Thema. Ja, du siehst ja seit... Das wäre schlimm. Seit ich dich kenne, siehst du ja gleich aus. Obwohl du schon 2 Kinder zur Welt gebracht hast. Also die Konfektionsgröße hat sich nicht groß geändert. Nee, hat sie nicht. Das stimmt. Meine Hosen passen mir auch noch. Aber ein bisschen enger geworden. Ich kaufe jetzt mehr mit Stretch. Der Lycra-Anteil ist jetzt... Aber ja, ist ja schon... Also das sind ja nur Hosen. Das ist nicht das Aussortierte. Das sind Hosen, Röcke, Trainingsklamotten und so weiter. Mit T-Shirts bin ich durch. Ja. Und was machst du damit? Altkleidersammlung oder an Freunde verschenken? Das geht alles weg da drüben. Nee, an Freunde verschenken, nee. Weißt du, dass ich das mache? Ja, ich weiß, aber ich glaube, die Dinge, die ich aussortiere, die will dann auch. Nee, Doch, also, wenn ich mir tut das immer leid, das wegzuschmeißen. Ja, nee, ich gebe das in die Altkleider. Letztens hatte ich eine Jeans, die hat von Enrico aus Berlin die Freundin genommen. Und die passte da total gut rein. Mir haben auch mal deine Sachen gepasst. Ja, ich weiß. Ich glaube, die passen mir auch noch. Wir haben es so lange nicht mehr Foto. Probiert. Ja, du schläfst ja nicht mehr bei mir. Das stimmt. Hast ja jetzt auch Kinder, schon seit Jahren. Ich bin jetzt gesettelt. Ja, macht man sowas alles nicht mehr. Nee, aber es wäre mal interessant zu wissen, wie oft andere Leute das so machen, ne? Weil es gibt nämlich auch Leute, die machen... Kannst du mal fragen, vielleicht kriegst du ein paar Antworten. Könnt ihr ja mal schreiben, weil eine Freundin von mir aus dem Niendorfer Gehege, weißt welche ich meine, ohne Namen zu nennen, die kann nichts wegschmeißen. Oho. Die muss erst immer eine größere Wohnung nehmen von Jahr zu Jahr. Ja, oder dichter packen, dann irgendwann auf dem Fußboden starten. Vakuumverschweißen. Vakuumverschweißen, das ist eine coole Sache. Das müssen wir in unserer Mini-Wohnung leider auch. Aber die Dinge von Chibo, diese Dinge mit dem Staubsauger. Mit dem Staubsauger anschließen. Nee, so weit bin ich nicht. Vorher schmeiße ich es lieber weg. Aber warum kaufst du dir denn immer neue Sachen? Warum kaufst du dir denn immer neue Sachen, Reiko? Weil man irgendwie Bock hat, neue Sachen zu kaufen. Weil man einfach toll aussehen will. Ja, und weil die Sachen natürlich sich auch verändern von den Farben her. Wobei hier ist ja eigentlich, ist hier alles eine Farbe, ne? Wenn man so mal grob drüber guckt. Gut, es sind jetzt die Hosen. Bei mir ist schwarz tatsächlich, also schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Nein, schwarz ist keine Farbe, ich weiß. Ich trage auch gerne schwarz, solange es nichts Dunkleres gibt. Ja, oh, das hast du ja gar nicht nötig. Trotzdem. Es ist immer gut. Aber Hamburg ist generell eine schwarze Stadt, ne? Auch die Autos. Ich habe noch keine Stadt gesehen, wo so viele schwarze Autos rumfahren. Vielleicht liegt das an der Sonnenscheindauer. Vielleicht sind die Leute auch eher zurückhaltend. Da, wo es wärme ist, hat man ja eher hellere Autos, ne? Ja, sieht natürlich auch eleganter aus. Hellere Autos? Nein, dunklere, Autos. Dunkle. Ja, und sind das nur deine Klamotten oder auch die von der Mann? Ich sortiere doch Pias Klamotten nicht aus. Nein, niemals. Ich sortiere nur meine Sachen. Und wie oft sortiert er? Ich glaube öfter. Aber immer mal so peu à peu, dass er denkt, so, das gefällt ihm nicht, das tut er weg. Siehst Während du, ich das dann schnell wieder erstmal reite und denke, das mache ich später. Und ich mache das so, wenn ich mir ein neues T-Shirt zum Beispiel kaufe, gehe ich einmal durch, welches ich nicht mehr möchte und schmeiße es weg. Tja. So, dass sich die Gesamtmenge nur unwesentlich vergrößert. Dann müsste ich ja das Gefühl haben, alles zu überblicken. Das tue ich aber nicht. Ja, du stehst ja auch immer vor deinem Kleiderschrank und sagst, Schatz, ich habe einen ganzen Schrank voller nichts anzuziehen. Das habe ich gerade jetzt beim Aussortieren zu Pia gesagt. Ich sage, du, erinnere mich dran, nichts mehr zu kaufen. Ja. Aber in einer Woche, was sage ich dann wieder, so ein Quatsch, vergiss das wieder. Nee, ich meine, davon lebt ja auch die Wirtschaft. Absolut. Ja, dann werden wir... Jetzt denke ich mal mit Pia ein Käffchen trinken. Das machen wir. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Wir sagen Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht bald mal wieder. Euer Reiko. Und eure Simi. Yeah.
habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.